Hallo meine lieben Freunde, wir sind hier bei Kingdom Come Deliverance Part 18 und ich glaube, wir haben die Banditen gefunden. Ich habe nämlich hier Stimmen aus dem Wald gehört. Das letzte Mal. Und ich glaube, wir sollten Herr Bernard Bescheid sagen. Ja, da... Aha. Durchsuche... Durchsuche den Banditen. Ah, da war... Ist wohl einer verletzt, ja, und das ist ein anderer. Ich glaube, ich sag Bernard mal Bescheid. Da muss ich mich aber... Durchsuche den Banditen. Ne, ich sag erstmal Herrn Bernard Bescheid. Dann können wir mit der Armee dahin reiten. Ich bin nämlich jetzt auch ganz nackig ausgezogen, damit ich schleichen konnte. Okay, die Markierung ist ja noch da, hoffe ich. Okay, und los. Wollen wir nur hoffen, dass er uns nicht mitkriegt. Ich weiß ja nicht, wie weit mich mein Pferd hört. Aber wahrscheinlich nicht ganz so weit wie Plätze. Ja, das letzte Mal haben wir hier die im Neuhof alles entdeckt. Es waren Banditen da, unter anderem der schwarze Raubritter Halunke, der uns in Scarlet schon des Schwertes von Herr Ratzig beraubt hat. Was ist? Hauptmann Bernard! Hauptmann Bernard! Hab sie gesehen. Wen? Da ist ein Bandit in den Wäldern. Auf der Lichtung, nicht weit vom Nordtor entfernt. Entlang des Weges. Teufel, noch eins. Holen wir sie uns. Männer, wir wissen, wo sie stecken. Folgt mir. So, nur schnell unsere Rüstung anlegen. Armschienen, lass mal dran. Oh, unsere Schuhe sind auch immer mehr kaputt. Ah, ich zieh mal die bürgerlichen Schlappen an, die wir von den... Kuman geklaut haben. Beinlinge, Bunthaube, alles. Zack, zack, zack. Kurzer Skalitzer Wappenrock. Wo habe ich denn jetzt den her? Habe ich den von irgendjemand geklaut? Ach, ich ziehe das auch noch da drüber, deswegen. Oh ne, das ist der kurze Skalitzer, aber cooler, oder? Hat doch dieselbe Rüstung. Aber wo haben wir denn den her? Habe ich ja gar nicht drauf geachtet, dass wir den noch haben. Okay, ab geht er, Hans-Peter. Auf zu den Pferden. Ah! Wo ist denn mein Pferd? Oh, die rennen wohl so dorthin. Ja, natürlich. Na gut, dann renne ich mal mit. Eins, zwei, eins, zwei, links, zwei, eins, zwei. Ah, da steht so rum. Hä? Steht das Pferd vorhin schon da? Ach, da ist Pebbles. Ist uns doch gefolgt. Hat mich doch gehört. Hat noch ein bisschen gedauert, ehe es da war. So, dann lassen wir Pebbles mal hier oben stehen. Hat jetzt nicht allzu viel gebracht, aber ich fand das irgendwie schön. Kommt auch diese komische Musik. Wo seid ihr denn, Jungs? Was ist das? Wer ist? Was sagt man dazu? Das Schwein kommt. Ist da jemand? Wer ist da? Ja. Komm her, weich ein.
Der Bastard hat's verdient, aber jetzt wissen wir noch immer nichts. Ja, wir hätten besser zuhören müssen. Was hat der dabei? Hat er was dabei? Nein, da liegt irgendwas. Was zum Teufel ist hier geschehen? Blutiger Hufkratzer. Nehmen wir mal mit. Oh, wir können jetzt auch mehr tragen. Geil, dann nehmen wir uns natürlich gleich ein paar Sachen hier mit. Oh, 23 Groschen. Sehr schön. Finde den Besitzer des Hufkratzers. Ah, da hat wohl einer ein Bürgerschwert. Nehmen wir auch mit. So, und von dir nehmen wir auch alles mit. Ich weiß, wir sind überladen, aber... Liegt hier jetzt noch irgendwas? So, Hauptmann Bernard. Weißt du, wem dieser Hufkratzer gehört? Ich habe ihn bei einem der toten Banditen entdeckt. Woher soll ich das wissen? Frag bei den Ställen. Gut, wir fragen nach. Pebbles. Pebbles, komm. Komm, mein treuer Gaul. Ah, da bist du ja. So. Ach, ich habe hier noch gar keine Taschen oder was? Ja, aber das Pferd kann mich wenigstens schnell von A nach B bringen, egal ob ich überladen bin oder nicht. Ja, aber der war sehr stark, der Bandit. Wir haben da einen Schlag abgekriegt und der hat auch gleich von mir einen Schlag abgeblockt. Also alle Achtung. So, jetzt müssen wir mal fragen, wem dieser Hufkratzer gehört. So, und jetzt werde ich aber mal schnell gucken. Wir haben so viele geile Sachen gefunden. Jetzt will ich doch mal gucken, was denn hier besser ist. Oh, da geht schon mal so einiges. Auffälligkeit geht runter. Geh direkt mal auf die Rüstung und geh auch mal auf Sortieren. Wo ist das denn? In die Satteltasche. Ah, ach, von hier aus geht das. Cool. Also das, was man nicht mehr brauchen, geht in die Satteltasche. Was, das gilt als geklaut? Na gut, wir haben es ja von irgendjemandem geklaut, ist schon richtig. Filzhüte sind wegen ihrer Formbarkeit beliebt. Jeder von ihnen kann einzigartig sein. Gestohlen in Neuhof, das steht sogar richtig da. Also Leute, ich hab... War das doch kein Dieb? Das war einer von denen oder was? War einer von denen der Dieb? Oh, oh, Leute. Na gut, dann ziehe ich heute die an. Die ist auf jeden Fall schon mal besser als die andere. Bürgerliche Schlappen, edle Schuhe, geflickte Beinlinge. Die sind nicht besser, oder? Nee, nimmt sich nichts von denen, die ich jetzt anhab, von den Braunbeinlingen. Selbe Rüstungsschutz. Gelb-graue Tunika. Oh, die sieht ja cool aus. Ah. Die sieht recht cool aus, finde ich. Charisma geht auch hoch dadurch. Gehen zwar auch ein paar Sachen. Auffälligkeit geht hoch. Sichtbarkeit geht 1 hoch. Geräusche geht 3 hoch. Körperrüstung geht, geht um einiges runter. Naja, dann ist es... Gepolsterte Beinlinge. Oh. Ja, das ist eine neue Ausrüstung. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Gepolsterte Bunthaube. Oh, die ist gut, Leute. Ha. So, Helm haben wir ja. Jagdhandschuhe, Jagdstiefel. Die ziehe ich an. Die sehen auch cool aus. Kettenhaube haben wir doch schon an.
Aber die ist noch mal besser. Junge, 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 langsam sind wir ja richtig vorzeigbar, möchte man meinen. Wie viel sind denn diese Lederhandschuhe wert? Guckt euch das mal an. Das ist ja krass. Ach so, das sind Lederhandschuhe. Und das sind Jagdhandschuhe, die natürlich viel besser erhalten sind. Nehmen wir natürlich die. Nackenschutz ist nicht so gut. Würde wieder vieles runtergehen. Und die sind ja mehr für einen Schwertkampf gedacht. Hier die Kacheln. Ja, dann lasse ich auf jeden Fall das andere an. Robuster Gambeson. Da geht natürlich auch wieder ein bisschen was hoch. Wir haben ja noch den direkt von Warhorse Studios, den Gambeson an. Bei denen geht natürlich Sichtbarkeit und so etwas hoch, aber... Also Körperrüstung geht noch ein bisschen hoch, deswegen ziehe ich den jetzt mal. Der ist ja fast kaputt. Ah, der hat auch nicht mehr sehr viel hier, von daher ist es wahrscheinlich wurscht. Und dann tun wir mal hier Sachen in die Satteltasche. In die Satteltasche, 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 Satteltasche. Sehr schön. So, die besten hiervon behalten wir mal im Inventar. Genau. Den verzierten Wappenrock können wir auch da rein tun. Wir hatten ja auch noch ein Schwert gefunden. Bürgerschwert. 43. Ja, dann fliegt der Knüppel mit in die Satteltasche. Das Teil mit in die Satteltasche. Ein Spitzpfeil haben wir noch gefunden. Wundpfeil. Gut, die können wir behalten, würde ich sagen. Die Pfeile. Das Schwert sieht recht cool aus. So, jetzt müssen wir nur rausfinden, wer... Warum du? Du hast doch niemandem was getan. ...wen dieser Hufkratzer gehört hat. Wo ist denn jetzt der rothaarige Typ hier hin? Der kam mir irgendwie ein bisschen verdächtig vor. Finde den Besitzer des Hufkratzers in Neuhof. Ich muss herausfinden, wen der Hufkratzer gehört, mit dem der Bandit getötet wurde. Ah, der wurde mit dem Hufkratzer getötet. Der hat ihn wahrscheinlich irgendwo reingejagt. Ist natürlich schwierig jetzt. Aber irgendwann muss es ja gewesen sein. Schloss knacken wollen wir nicht. Herhören, herhören! Wer ist des Diebes Mörder? Wart es ihr? Nein. Die Frau hier, die näht hier seelenruhig, gell? Hier wurde alle wurden abgeschlachtet, hier weinen was die Leute. Mit dir, Heinrich? Ich glaube, du bist nicht mehr ganz bei Sinn, alte Frau. So. Gucken wir mal hier hoch. Irgendwo muss doch. Also dieser rothaarige Typ war jetzt nicht mehr da. Dieses Echo hier auch im Spiel, oder? Das ist echt richtig gut. Ein bisschen Kamille nehmen wir uns natürlich mit. Distel. Jupp. Vielleicht weiß hier drinnen jemand, wen dieser Hufkratzer gehört hat. Vor allem, die warten jetzt im Wald, oder was? Weißt du das vielleicht, Zora? Weißt du zufällig, wem dieser Hufkratzer gehören könnte? Man benutzt ihn, um Hufe zu reinigen, deshalb dachte ich,
Ich weiß, wem er gehört. Warum fragst du? Wo hast du ihn her? Im Wald. Die Schurken, die noch am Leben waren, sprachen darüber. Mein Gott. Wie konnte er? Ich verstehe nicht. Ich mag's kaum glauben. Was meinst du? Rotschopf? Er benahm sich merkwürdig. Alle waren erschüttert. Aber er konnte mir nicht mal in die Augen schauen. Und jetzt ist er verschwunden. Hat niemandem auch nur ein Wort gesagt. Rotschopf, sagst du? Der war nämlich könnte weg. Es eine Verwechslung geben? Der war nämlich weg, der alte Hund. Der war auch so komisch zu uns. Er hat sich verdächtig verhalten. Ich glaube nicht, dass er mit denen etwas zu schaffen hatte. Ich werde versuchen, ihn zu finden. Er hat sich verdächtig verhalten. Dir ist es also auch aufgefallen? Heilige Maria. Ich will nicht mal dran denken. So viele Tote. Oder er war einfach nur benommen, weil er den mit den Hufkratzer angegriffen hat. Im letzten Moment vielleicht hat er sich umentschieden, hat den angegriffen. Entweder war er darüber bestürzt, dass er ihn angegriffen hat, aber er hat uns auch gar nichts erzählt. Er hat ja gesagt, er hat nichts gesehen, gar nichts. Das ist schon sehr verdächtig. Ich versuche, ihn zu finden und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Komm bitte danach zu mir und sag mir, was wirklich geschah. Auch wenn du mir nur sagst, wo seine Leiche liegt. Weißt du, wo Rotschopf stecken könnte? Keine Ahnung. Jakob hat ihn eingestellt. Versuch's bei ihm. Okay, Jakob. Jakob steht hier drüben. Jakob, wir wissen vielleicht, wer es gewesen ist. Weißt du irgendetwas über diesen Hufkratzer? Der gehört Rotschopf. Hat ihn in Ratei machen lassen. Weißt du, wo ich diesen Rotschopf finden könnte? Hat seine 7 Zwetschgen gepackt und ist weg. Was? Ich weiß, wie das aussieht, aber Rotschopf ist ein anständiger Kerl. Glaub nicht, dass er mit dem Überfall was zu schaffen hat. Ja, aber wenn er jetzt auf einmal weg ist, ist es schon sehr komisch. Wohin könnte er geflohen sein? Vielleicht weiß ich's, aber versprich mir eins. Wenn du ihn findest, dann hör dir an, was er zu sagen hat, bevor du dein Urteil fällst. Okay, ich gebe dir mein Wort. Manchmal kamen ihn die Köhler besuchen. Er kommt gut mit ihnen aus. Ich glaube, dass er dorthin ist. Und wo ist das? Kein Schimmer. Die bleiben meistens unter sich. Du weißt ja, Köhler. Aber der Wald ist voll von ihnen. Die könnten überall sein. Jawohl, nur dass die nicht weit weg sein werden. Wenn du dem Bach vom Gestüt aus in Richtung Ratei folgst, stößt du auf eins von ihren Lagern. Nur... Nur was? Rotschopf nahm diesen Weg nicht. Er nahm stets die breite Straße durch die Wälder Richtung Uschitze. Aber wie soll ich sie finden? Machen viel Rauch, wenn sie arbeiten. Du wirst sie riechen, bevor du sie siehst. Außerdem müssen sie nah am Wasser sein. Ich muss also bloß den Wald entlang eines fließenden Gewässers durchstreifen? Genau. Okay. Jetzt müssen wir den nur noch finden. Der ist mit den Köhlern unterwegs. Das werden wir meinen Hauptmann Bernard sagen. Gelobt sei Jesus Christus. Kannst du mir zeigen, wie ich mich verteidigen kann? Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Oh, der auch noch. Aber Verteidigung ist vielleicht nicht schlecht, oder? Oder doch eher auf Angriff gehen? Nee. Wir können aber noch mal falschen mit ihm. Ach komm, wir heben die Kohle erstmal auf. Vielleicht ein anderes Mal. So, gibt es etwas zu tun, Hauptmann? Rotschopf ist darin verwickelt. Ich glaube, Rotschopf ist darin verwickelt. Und warum glaubst du das? Es ist ein Hufkratzer. Ja, schön. Gut. Er verhielt sich verdächtig, als ich ihn befragte. Was meinst du damit? Er wand sich wie ein Wurm und sagte kaum etwas. Es könnte der Schreck gewesen sein. Ja, das stimmt natürlich. Der Hufkratzer, den der Halsabschneider bei sich hatte, gehört ihm. Das ist verdammt verdächtig. Herr im Himmel, wer tut sowas
Er verschwand gleich, nachdem wir die Halunken im Wald entdeckten. Und ich glaube zu wissen, wo er steckt. Wo? Bei den Köhlern. Er hat Freunde dort. Wir müssen ihn finden. Wenn seine Freunde ihn verstecken, werden sie kaum mit meinen Männern reden. Du solltest nach ihm suchen, Heinrich. Geh, bevor die Spur verwischt. Ich schicke Kunde nach Ratai. Ist gut, Herr. Alles klar, wir klären die Sache auf. Gibt es etwas zu tun, Hauptmann? Du hast nicht zufällig Arbeit, Hauptmann. Kommt ganz drauf an, wozu du bereit bist, Junge. Wie du sicher bemerkt hast, wimmelt es auf den Straßen von Räubern. Herr Hanusch hat ein hübsches Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Wie gehe ich am besten gegen sie vor? Wir kennen den Standort eines ihrer Lager. Es liegt östlich von Ratai, in einer stillgelegten Mine. Mir ist es ziemlich gleich, was du mit ihnen anstellst. Jedenfalls trägt ihr Anführer Sporen. Vielleicht geben sie gern vor, adelig zu sein, wer weiß. Wie dem auch sei, bring mir die Sporen, damit ich weiß, dass die Arbeit getan ist. Gut, ich kümmere mich darum. Warte, Herr Hanusch hat außerdem auf jeden Plünderer ein Kopfgeld ausgesetzt. Also nimm einen Dolch mit. Er zahlt für jedes Ohr, das du bringst. Ist das nicht barbarisch? Auch für jedes Ohr. In Zeiten wie diesen gilt Auge um Auge. Ich fürchte, da hast du wohl recht. Okay, jetzt haben wir noch eine neue Quest angenommen. So, rufen wir erstmal unser Pferdchen und jetzt gucken wir auch gleich mal, wo unser Rotschopf sein könnte. Befrage die Köhler im Süden. Okay, befrage die Köhler im Süden. Jupp. Oh, die sind aber ganz schön weit weg. Da unten. Na gut, dann werden wir wohl mal mit unseren treuen Gaul Pebbles dorthin reisen. Hat er irgendwas zu melden? Warum rennt er hier so rum? So, wo müssen wir denn hin? Da Rinder. Na gut, dann würde ich sagen, da ist auch schon dieser kleine Fluss, den der Jakob erwähnt hat. Oh, Pferde und Ringeblumen, soweit das Auge reicht. Schön. Unser Bogen. Ist cool, dass man den so angucken kann, den Bogen. Ah, wie kommt man hier wieder raus? Können wir hier drüber springen? Jawohl. Oh, ganz schön laut. Hier ist doch der gute alte Weizen. Na, das ist er. So, was ist das? Eine Taverne, glaube ich. Na gut, wir müssen zu den Köhlern, bevor der weg ist. Wenn die Quests hier so schnell ablaufen und sowas, sollten wir hier keine Zeit verschwenden. Aber die haben ja gesagt, dass wir sie sehen werden. Durch Rauch, den sie hinterlassen. Ja, ja, ist gut, meine kleinen Schäfchen. Die sollten hier irgendwo ein Lager haben. Was ist denn das? Bienenstock? Wo gibt es da vielleicht Honig? Oh, guckt euch mal die Bienen an, wie geil, echt die aussehen. Oh, kein Honig produziert. Und ihr? Ja, Honig. Honig in einer Wabe, nützlich für Apotheker, Köche, Kerzenmacher und Braunbären. So,
So, sollte man jetzt vielleicht lieber laufen? Wie weit ist es denn noch? Können wir noch mal kurz auf unser Pferd. Man sollte das letzte Stück schon immer lieber so laufen. Oh, da hinten seht ihr, Neuhof. Ah, es ist schon ganz schön schlimm. Ich hoffe, Rotschopf ist nicht da drinnen verwickelt, aber er kam mir. Na? Er kam mir auch sehr verdächtig vor. Gut. Aber die haben recht gehabt, immer dem Fluss hier folgen. Ist er das? Wie war es denn das? Anscheinend niemand. Ich dachte erst, dass Rotschopf jetzt hier schon auf der Straße ist und wir ihn jetzt schon zu Gesicht bekommen. Oh, was denn das für riesige Bäume hier oben? Aber sind wir jetzt schon vorbei an dem Lager? Gedacht, wie ich riech sie. Ah, hier oben ist es. Ja, neue Stufe erreicht. Reiten. So, Seilbein nehmen wir alles mit. Zack. So, mal gucken, ob die wissen, wo Rotschopf geblieben ist. Gelobt sei Jesus Christus. Gott sei mit dir, mein Freund. Ich suche nach Rotschopf. Ich suche nach einem Stallburschen aus Neuhof. Warum suchst du ihn dann nicht beim Gestüt? Weil er von dort abgehauen ist. Hält sich jetzt angeblich bei Köhlern auf. Also hier ist er nicht vorbei, aber woanders. Ja, schön. Ja, wir werden trotzdem mal weiter rumfragen. Vielleicht weiß er ja was. Die machen hier schöne Holzkohle. Glück und Gesundheit. Gucken, ob er was weiß. Ich suche nach einem Stallburschen aus Neuhof. Warum suchst du ihn dann nicht beim Gestüt? Weil er von dort abgehauen ist. Hält sich jetzt angeblich bei Köhlern auf. Also hier ist er nicht vorbeigekommen. Frag lieber woanders. Ach Mensch. Wenn du Fragen hast, komm zu mir. Und lass die anderen in... Ach, Wortführer der Köhler, aha. Guten Tag, wie kann ich helfen? Würdest du mir helfen? Kommt drauf an, was du willst, oder? Ich suche Rotschopf, einen Stallburschen aus Neuhof. Er soll weggelaufen und sich mit ein paar Köhlern zusammengetan haben, bei denen er manchmal war. Tut mir leid, hier gibt's keinen Rotschopf. Du suchst besser irgendwo anders. Ah, vielleicht will er ihn ja auch nur decken, wenn das zum Beispiel seine Freunde sind. Hast du eine Idee, wohin er sonst gegangen sein könnte? Er ist mit Köhlern befreundet, sagst du? Nun, dann findest du ihn sicher im Wald zwischen Neuhof und Uschütze. Dort gibt's ein paar gute Plätzchen. Aber der Wald ist riesig. Das könnte Wochen dauern. Dann folgt dem Bach. So hast du uns schließlich auch gefunden, nicht? Wo Köhler sind, da gibt's auch Wasser. Der Junge war Zeuge eines Massakers. Ich könnte jetzt natürlich so argumentieren. Wir haben immerhin 9 Redegewandtheit und der Typ ist uns gar nicht so abgeneigt. 76 sogar. Ich probier's mal. In Neuhof gab es ein Massaker und der Junge weiß vielleicht, wer es war. Ich muss ihn finden. In letzter Zeit geschehen hier viele Morde. Aber dieser Rotschopf war wirklich nicht hier. Es werden viel weniger Morde sein, wenn ich diese Bastarde erwische. Wieso hilfst du mir nicht weiter? Beruhige dich doch bei Gott. Der Junge, den du suchst, ist hier nicht aufgetaucht. Aber schließlich gibt's noch andere Köhler. Versuch's bei denen. Und du solltest dich sputen. Bist nicht der Erste, der nach ihm fragt. Und die anderen sahen nicht gerade edelmütig aus. Oh. Mit ihrem Silber waren sie aber freigebig. Sie haben nicht zufällig erwähnt, was sie von ihm wollten? Nein. Aber sie wirkten nicht so, als wollten sie ihn zum Festschmaus einladen. Oh oh, das waren bestimmt Banditen. Gut, ich werde mich anderswo umhören. Das waren bestimmt Banditen, ja, dann müssen wir uns wirklich beeilen. Wer weiß, was
hier noch zu verbergen haben. So, zack. Oh Leute, guckt euch mal an. Jetzt müssen wir... Wo müssen wir denn jetzt hin? Oh. Hier freilich. Oh, so weit, Leute. Das schaffen wir doch nicht. Selbst nach Neuhof ist es jetzt schon wieder eine Ewigkeit. Dann machen wir mal eine Schnellreise nach Neuhof. Und dann müssten wir eigentlich schon wieder essen. Würde ich sagen. Ne, Sattheit war 104. Das ist aber... Warum sind wir denn noch so satt? War das ein Fehler? Wir haben doch schon jetzt eigentlich schon länger nichts mehr gegessen. Außer wir haben jetzt unterwegs was gegessen. Keine Ahnung. Oh, ist das schön, Leute. So richtig frei und frisch und fröhlich. Jawohl. Na gut, dann geben wir mal Volldampf, um die hier zu finden. So, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Wege. Immer diesen Pfad hier lang. So kann ich die Fackel auch entzünden. So, hier haben wir den blutigen Hufkratzer. Ein Hufkratzer erstreckte ursprünglich im Bauch eines der Banditen, die das Neuhofer Stüt überfallen hatten. Genau. Ich wollte doch mal über die Waffe lesen. Waffenart Kurzschwert. Dieses Kurzschwert ist weniger eine Waffe als vielmehr ein Statussymbol für Bürger. Aha. Es eignet sich zwar im absoluten Notfall zur Verteidigung, empfiehlt sich aber nicht für das Schlachtfeld. Oh, da brauche ich sogar eine Mindestagilität von 5, also kann ich das Ding gar nicht so richtig führen. Das ist natürlich nicht mal so gut, gell? Okay. Ja, Köhler, ich komme. Ich hoffe, wir finden den auch jetzt. Oh, guckt euch mal diese geilen Wolken an. So kleine graue Wölkchen, die sich über das Abendrot legen. Sieht man selten in dem Spiel. Also zumindest so schick, wie es hier ist. Aber ich sollte vielleicht aufpassen, dass nicht, dass die Banditen jetzt auch hinter mir her sind. So, da unten scheint es ja zu sein. Ich glaube, ich laufe lieber darunter, oder? Hier ist ein Karnickel. Hm, gar keine Angst vorm Pferd, doch jetzt. So, wir steigen mal ab. Pebbles. Mist, die schlafen alle schon. Hoffentlich lebt Rotschopf noch. Wenn er überhaupt hier ist. Wortführer der Köhler. Lass mich in Ruhe. Will schlafen. Jetzt hör doch auf und steh auf. Es ist wichtig. Scheiße. Hau ab. Bitte. Ich brauche Hilfe. Nein. Geh weg. Lass mich schlafen. Scheiße, hau ab! Oh Mann! Jetzt will er nicht mit uns reden. Das heißt, wir sind eindeutig zu spät. Lass mich in Ruhe. 4 Köhler sind hier. Ah, hier haben sie es schon gestapelt. Machen schon ihre Holzkohle drinne. Ne, hier. Und dann raucht es dann oben raus. Und so wird das ganze schöne Holz zu Holzkohle. Ah, prima. Was mache ich jetzt?
Soll ich mich jetzt hier hinsetzen und die Zeit vergehen lassen? Wenn sie wenigstens einen Schlafplatz für mich hätten. Aber ich kann ja nicht mal hier irgendwo schlafen. Der dreht sich nochmal rum. Naja, dann setze ich mich ins Feuer. Muss wohl die Zeit vergehen lassen, bis die endlich mal aufstehen. Energie geht natürlich ganz schön runter. 6 wieder aufstehen. Aber dann sind jetzt nochmal 6 Stunden vergangen und die Banditen, die sind wahrscheinlich die Nacht durchgelaufen, um den Rotschopf zu kriegen. Verdammt. Außerdem haben wir wahrscheinlich auch nicht ewig Zeit, um das anzugehen. Vielleicht ist die Quest da jetzt schon fehlgeschlagen, weil wir einfach zu langsam waren. Hoffen wir es mal nicht, liebe Leute. Hoffen wir es mal nicht. Und Leute, wehe, ihr steht jetzt um 6 nicht auf. Ihr habt Arbeit zu erledigen. So, da können wir erstmal eine Kleinigkeit essen. Völlerei. Schon wieder. Oh, da ist ein Köhler schon aufgestanden. Vielleicht weiß der jetzt schon was. Hoffentlich müssen wir nicht wieder den Wortführer bei... Guten Tag. Fragen. Wie kann ich helfen? Ich suche einen Stallburschen aus Neuhof. Man nennt ihn Rotschopf. Den kenne ich gut. Aber ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Er ist vom Gestüt weggelaufen. Ich muss ihn finden. Nun, also hier ist er jedenfalls nicht. Oh, versuch's bei den Köhlern, stromabwärts. Vielleicht ist er dort. Bei den Köhlern, stromabwärts. So, was sagt der Wortführer dazu? Der pennt natürlich noch. Komm. Steh auf. Lass mich in Ruhe. Will schlafen. Jetzt wird nicht mehr geschlafen. Scheiße. Hau ab. Aufstehen! Aufstehen! Ah, jetzt warten wir halt noch eine Stunde. Oder wenigstens eine halbe Stunde. Ich hoffe, dass er jetzt aufsteht. Ja, unsere Energie ist natürlich ganz schön unten. Und das Essen hat unsere Gesundheit auch nicht ganz aufgefüllt. Ja! Wo ist er denn? Hier ist er, oder? Ja, das ist er. Hallo, Wortführer. Gott sei mit dir. Komm, erzähl mir, wo Rotschopf ist. Ich suche nach Rotschopf aus Neuhof. Weißt du etwas über ihn? Na, ich kenne ihn. Was willst du von ihm? Ich muss ihm ein paar Fragen stellen. Nun, dann wirst du woanders hin müssen. Gewöhnlich kommt er nicht hierher. Gewöhnlich kommt er nicht hierher, aber die kennen ihn doch alle. Mit wem trifft er sich? Versteckt ihr ihn hier? Wenn er hier ist, mache ich euch die Hölle heiß. Gut, Köhler. Ob Köhler gut im Kampf sind? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Dann könnte man es auch hiermit probieren. Der Junge war Zeuge eines Massakers. Oder Köhler haben nicht so viel Geld. Ich frage erst mal. Wo geht er gewöhnlich hin, wenn nicht hierher? Glaubst du, wir sind die einzigen Köhler hier im Wald? Vermutlich nicht. Aber der Wald ist groß und mir fehlt die Zeit, jeden Stein umzudrehen. Das ist auch nicht nötig. Du musst bloß dem Bach folgen. Dann wirst du wohl ein paar weiteren Köhlern über den Weg laufen. Ja, oder Banditen. So, zuerst probieren wir mal. Der Junge war Zeuge eines Massakers. Ich muss wirklich mit ihm sprechen. Beim Gestüt gab es ein Massaker und der Junge weiß womöglich etwas. Ich muss ihn befragen. Du denkst, er hatte seine Finger im Spiel? Schwer zu sagen. Er ist weggerannt. Andererseits hat er wohl einen der Angreifer erstochen. Wenn du so daherredest, muss es wohl dringlich sein. Ich kenne ihn, aber nur vom Sehen her. Er ist mit den Köhlern unten bei Thalmberg befreundet. Hab ihn dort mit den Zwillingen gesehen. Stromabwärts bei Thalmberg? In der Nähe der Burg?
Wenn du dem Bach nach Westen folgst, solltest du auf sie stoßen. Und eins noch. Ja? Ein paar andere Kerle haben nach ihm gefragt, aber sie waren nicht so überzeugend wie du. Mhm. Naja, das war natürlich... Könnte jetzt uns natürlich helfen, dass er ihn vielleicht nicht so viel... Dass die Banditen ihn nicht so viel rauslocken konnten. So, wir sollen immer dem Bach folgen. Oh, ist das nicht geil. So, Pebbles nehmen wir mit. Komm, Pebbles. Wir haben einen Auftrag zu erledigen und einen jungen Mann zu retten oder zur Verantwortung zu ziehen. Das wird sich noch herausstellen. Oh, 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 oh. Was haben wir denn hier gefunden? Pilze. Steinpilze. Pilze gibt's hier. Sämling. Nee, was ist schon da? Schäumling, Sämling. Cool. Ob es auch Champignons gibt? Also Waldchampignons sind hier doch bestimmt auch gewachsen damals. Ich meine, gut, Steinpilze kann man ja auch essen. Aber warum sind die denn alle angefressen? Neue Stufe, Kräuterkunde. Jawohl. Ich denke mir auch, dass man Pilze besser verkaufen können als Brennnesseln. Und vor allem Steinpilze, weil die einfach essbar sind. Scheint eine gute Stelle für Pilze. Aber wir sollten nicht zu viel damit verbringen, zu viel Zeit. Oh, ist das schön hier. Ist einfach nur schön. Es ist einfach nur schön, Leute. Und mit diesem Satz werden wir diesen Part beenden von Kingdom Come Deliverance. Ich bin euer Affenkönig Dämlich und bald wieder für euch da. Lasst mir ein Like da.